Hallo Leute und willkommen zurück zum vierten Park in Rollercoaster Tycoon 3. Vielen Dank erstmal an euch. Ihr habt mir gesagt, was für ein Set es war. Schauen wir noch mal nach, ob es das auch wirklich war. Shy Guys Main Street 1 anscheinend. Und wisst ihr was? Das sieht doch recht gut aus. Gut, dass ihr so aufpasst. Ah, da muss ich mir die Farben nochmal genau anschauen. Oben ist es dunkel. Ich schau mal kurz nochmal das Ding an, dass es hier ist. Gelb. Okay. Kann man das nicht irgendwie auch hier auswählen? Das ist schon das oben da und unten grau. So, richtig? Nee, andersrum. Hier. Grau. Oben so. Wieso sieht es jetzt doch anders aus? Gibt es ja noch eine andere Base. Eventuell. Aber es war schon die. Hier vielleicht? Aha, die waren's. Jetzt habe ich's aber. Okay, dann versuchen wir das Ganze doch mal hier auch hinzumachen. Überlege ich gerade, weil irgendwie kriege ich das nicht mehr so hin. Das war nämlich hier mittlere. Und was war das dann? Die kriege ich nicht gedreht. Was doch noch mal andere. Aber wir haben noch ein paar Sets, die wir überprüfen können. Da ist mein Street 3. Vielleicht die hier. Diesmal aber wirklich, oder? Nee, nicht ganz. Die sieht auch anders aus. Ah, wir haben es gleich. Muss doch jetzt hier irgendwie dabei sein. Gibt's doch nicht. Hier haben wir noch welche. Ah! Schlussendlich haben wir sie dann doch gefunden. Ja. Ja. Und das Ganze jetzt überall richtig? Ja. Ein Moment, ich habe Hintergrundmusik so laufen. Da können wir das hier quasi ausstellen. Das nervt mich jetzt nur. So, das war das hier. 1, 2, 3. Gut, das wird jetzt relativ langweilig. Aber ich finde, es muss getan werden. Und dann können wir uns wieder an den Themenbereich wagen. Wir können ja auch bisschen halb-halb machen, damit es nicht ganz zu eintönig wird. Bauen jetzt hier ein paar Minütchen und dann bauen wir drüben ein paar Minütchen. Und dann schauen wir mal, was aus dem Park hier noch so wird. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist ein bisschen Abwechslung im Terrain. Ich weiß nicht, bisher habe ich das noch nicht so gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwie hinkriege, aber mal, ich versuche jetzt halt mal neue Sachen. Der Western-Bereich zum Beispiel wird jetzt ganz neu. Da habe ich auch schon CSO-Vorschläge bekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Wir sind jetzt noch nicht hier. Ich habe irgendwie das noch nicht mit reingenommen.
weil ich auch momentan echt nicht so viel Zeit habe wegen der Ausbildung. Aber die werde ich schon auch installieren. Ich meine, wir bauen ja jetzt nicht nur zwei Parts an dem Western-Bereich. Ich denke, das ist ja klar. Sowas dauert immer. Vor allem bei mir. Weil da muss es natürlich perfekt sein. Das kennt ihr ja von mir. Das wird irgendwie ein bisschen laut. Machen wir mal weiter. So. Bisher hatte ich ja wie gesagt immer nur flache Parks und das möchte ich jetzt echt mal ändern. Bisschen Abwechslung reinbringen, bisschen Berge. Ich weiß nicht, so eine Alpenbahn vielleicht mal, aber das, wir machen ja erst im Western-Bereich. Ich meine, das passt da nicht so rein. Ich weiß nicht, wie man da die Berge machen könnte. Wenn ihr da Ideen habt, immer raus damit. Ich mach das gerne. Dunkel bitte. Small. Dunkel. Small, dark. Ja. Genau, die Spielbesucher sind durstig. Ja, hier, habt ihr was. Mehr als genug, hoffe ich. Wollen wir gleich mal anschauen, was sie hier haben. So. Nächste Frage, woher waren die Wände? Nächste Frage. Entweder wisst ihr das noch und könnt es mir wieder sagen, oder ich muss halt irgendwann mal nachschauen in die... Moment. So. Sieht doch eigentlich schon mal ganz gut aus. Das da oben gefällt mir irgendwie doch nicht mehr. Was jetzt noch zu tun ist und was ich noch hinkriege, sind die Wände. So, bitte. Ja, und wenn wir das hier fertig haben, bauen wir auch mal am Western-Bereich weiter. Ne, das ist falsch hier. Das geht Gott sei Dank relativ schnell. Ich meine, das soll jetzt hier nicht großartig gemacht werden. Muss mir auf jeden Fall noch anschauen, was man hiermit alles so machen kann. Mit dem Mainstream-Set. Ich glaube nämlich, da kann man einigen unseren mit anstellen. Und dafür bin ich irgendwie noch gerade nicht gut genug. Ich muss mir das Set erst ein bisschen anschauen. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. Wie gesagt, hier ist unsere Main Street. Hier mit diesem Baum, ja, doch, das ist, ich finde. Gut, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem den Eingang mag ich total gerne. Das Haus hier, na gut. Was war das nochmal? Was ist denn da nochmal für das? Ach ja, so ein Zeug ist da. Ja, ja, okay. Das ist gut, nicht das schönste Haus, aber man kann es ja auch lassen. Riesenrad hier. Das Ding finde ich hier zum Beispiel voll schön. Und auch das hier. Ich liebe diese Dächer. Ich glaube, das muss ich woanders nochmal hinbauen. Was hier auch auf jeden Fall hin muss, ist so eine kleine Eisenbahn, oder? Was sagt ihr dazu? Wurde mir auch schon vorgeschlagen. Das ist so Wahnsinn. Und es wird mal wieder Zeit für eine Achterbahn. Ich meine, das ist bisher die einzige Achterbahn. Das kann ja wohl nicht sein. Also... Irgendwo hört es aber auch auf. So, wo ging das jetzt gleich wieder? Hier gibt es die Westernstadtwände. Oh.
Und hier ist das Flachdach. Wie hoch muss das? Ah nein, das kann hier ruhig höher sein. Machen wir das hier hin. Damit es nicht ganz so gleich aussieht. Machen wir es hier hin und dann nehmen wir eine kleine Wand. Und die noch hier hin. Weil sonst ist hier offen und das sieht dann doof aus. So, das ist jetzt quasi zweigeschossig, was wir hier machen. Ich weiß nicht, ob das dann da hinten hier zu viel ist. Ich mach das mal nochmal weg. Nein. Wo war hier ein Autoscooter? Habe ich was verpasst? Gut, das kann man ja trotzdem hier noch hinmachen, oder? Also nur unten. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich bin mal gespannt, was ich hier noch draus machen kann. Dass wir hier zusammen noch draus bauen können. Hier drin muss auf jeden Fall noch irgendwas hingestellt werden. Ich meine, sonst sieht das ein bisschen leer aus, oder? Auch wenn man da jetzt nicht so viel sehen wird. So ein Fass kann man hier doch mal reinstellen, oder? Man muss ja nicht nur drin stehen. Sowas kann ja auch mal draußen stehen. So, was haben wir hier noch Schönes? Irgendwas, was man oben reinstellen kann. Tatsächlich, sowas könnte man nicht hinstellen, weil das sonst so blöd ist. Schwebt da und schweben muss es da nicht. Nee, dann lassen wir das. Ah, sowas, ja, das gefällt mir doch. Ochsenknochen passen da ist vielleicht auch nicht hin. Aber so ein Pferdetrog. Wir können hier noch so einen kleinen Stall hinbauen. Schwimmfass an. Ach, das ist. Ach, ein schwimmendes Fass, jetzt check ich's. Totempfahle können hier hin. Ja, auf jeden Fall, oder? Tippe hier rein. AT&T-Kisten kann man hier reinstellen, oder? Würde ich schon sagen. Das schwebt halt auch wieder. So. Damit es halt nicht ganz so leer aus, ihr versteht. Leer aussieht, ihr versteht es schon. Kann man nicht auch. Nee, kann man nicht. Lassen wir das mal und bauen jetzt erstmal hier außenrum weiter. Ganz normalen Wänden. Ich gehe davon aus, dass wir das hier so machen, ja. So. Bisher bin ich eigentlich echt gut zufrieden. War ja klar. Und auch das war klar, dass das passiert. Ach Gott. Wie ich das Spiel manchmal hasse, ne? Wenn man hier mit diesen normalen Sets baut. So, wo war jetzt die Bodenplatte? Die war hier. Passt wenigstens gut dahin. Aber von hinten sieht das dann nicht so cool aus. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das vertusche, sag ich jetzt mal. So. Und dann war noch eine Wand und dann kam zweites Geschoss. Also machen wir das so. Soll ja alles eine Richtigkeit haben.
So. Hoppla. Die soll doch nicht sein, die Wand. Warum kann man das jetzt schon wieder übereinander bauen? Also manchmal verstehe ich das Spiel echt nicht. Wenn mir das einer erklären kann, warum ich jetzt hier zum Beispiel reinbauen kann und hier in diese Fenster, dann immer her damit. Ist die Musik schon wieder so laut? So. Musik soll ja nur im Hintergrund sein. Einen Schornstein wollte ich dazu eigentlich nicht hinhaben. So, hier geht's jetzt schnell. Dieses Tastenkürzel, um quasi die Höhe zu speichern, habe ich übrigens immer noch nicht aus. Schön, danke für die Auszeichnungen. Jetzt wird er jetzt noch höher. Da muss ich mir irgendein cooles Dach überlegen. Oh, da kann man ja schon wieder so blöd reinbauen. So. Ich mache jetzt erstmal nur alle Wände nach oben. Einfach weil wir dann im Nachhinein schauen können, wie wir das Ganze machen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich lasse hier das Flachdach. Kann ich das Fenster auch nicht mehr machen? Doch, kann ich, aber muss das eins niedriger machen. Weil wir hier, wenn ich das richtig gesehen habe, wahrscheinlich jetzt nicht, aber das wäre typisch. Also die Ordnung hier verstehe ich auch manchmal nicht. Ach komm, das. So. Jetzt stecken wir hier drauf das Wandoberteil. Genau, so soll es sein. Und dann kommt hier Flachdach hin. Da können wir es eigentlich quasi schon so machen. Vielleicht jetzt mit einem anderen Farbe. Ist das die richtige Farbe? Ja. Und jetzt Flachdach so. Ja, doch, das wird was. Das wird was, sage ich euch. Mal schauen. Wenn wir gerade schon mal beim. Na, das wird nichts. Ja, ich sehe schon. Gerade schon mal beim Thema sind, wegen Upload-Zeiten. Können wir mal kurz drüber sprechen. Da habe ich keine festen. Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Okay, bevor ich jetzt hier ganz drüber, muss ich hier erstmal das hinmachen. Den Boden hier drunter. Habe ich nicht. Und weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das einführen werde, also höchstwahrscheinlich nicht, weil ich mir einfach nicht den Druck aufbauen möchte, was hochladen zu müssen. Deswegen werde ich das auch einfach nicht machen. Ich finde, ich lade dann hoch, wenn ich Lust habe. Und das lasse ich mir dann auch nicht vorschreiben. Deswegen lassen wir das jetzt so. Ich versuche täglich was zu machen, aber wenn jetzt mal am Wochenende vor allem nichts kommt, bin ich höchstwahrscheinlich bei meiner Freundin oder meine Freundin ist hier. Das hat dann irgendwie doch noch Vorrang für mich. Ich versuche zwar das alles im Voraus zu machen und alles so zu schalten, dass das funktioniert für euch. Ich kann es halt nicht garantieren. Dafür mache ich jetzt einfach die Folge mal ein bisschen länger. Ich hoffe, das ist dann okay, wenn ich die Folge jetzt länger mache. So. Aber ich gehe mal davon aus, ihr habt da kein Problem mit, wenn ich die Folge hier länger mache. So. Getränke bei Red Bull ist was? Ja, okay. Dann repariert es doch gefälligst. Irgendein Mechaniker. Hier muss jetzt auch noch Boden rein. Gut, dass man das von innen immer nicht so sehen kann. Komm, das ist mal ein hellerer Boden. Der ist ein bisschen höher. Wichtiger ist, finde ich,
wie das Ganze von außen aussieht, weil hier rein geht ja keiner, das ist nur Deko. Häuser, wo jemand reingeht, mache ich, weiß ich nicht, ob ich die mache. Oh, hier ist ja noch was, ha. So, ich mag das immer, wenn es so ein bisschen verwurschtelt ist und ein bisschen cooler aussieht, ein bisschen anders. Nicht so gleich. So, deswegen machen wir hier jetzt auch so mal eins drauf. Ich probiere gern aus, das wisst ihr ja. Wie wäre es denn, wenn wir das Ganze so machen? Und mit einem Flachdach kombinieren. Sieht das arg scheiße aus? Ja, schon. Mit so einem? Auch nicht besser. Sollen wir es so echt so machen? Ich bin eigentlich schon dafür, dass wir das Ganze so machen. Und da drüben so ein bisschen höher gehen. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze, wie ich das meine. Da brauche ich eigentlich ein anderes Dach. Haben wir hier coole Dächer? Haben hier nur Wände und so ein Zeug. Ja, und so Metall. Na, das ist jetzt nicht das, was ich suche. Das ist cool. Ich glaube, da aus dem Set kann man auch vieles machen. Was haben wir denn hier? Wir da die Farbe ändern. Okay, nee. Das ist jetzt nicht so gut. Aber jetzt habe ich eine Idee. Komm, mach mir das mal neu auf. So. Und zwar bleiben wir jetzt hier. Bei dem Dach. Oh, ich mach mal ein anderes Lied. So. Ich glaube, das sieht eigentlich relativ cool aus. Das Ganze so machen. Dann brauchen wir noch die Halbdachecke hier oder die andere Dachecke, wie sie heißt. Alles Gute wurde repariert, ja, das freut mich ungemein. So, und jetzt geben wir nochmal das Flachdach. Also das richtige Flachdach. Genau dahin. Ja, ich weiß, das ist noch nicht fertig. Nicht jammern. Da kommt jetzt natürlich noch Band hin. So, mal schauen, wie lange ich jetzt brauche, um das hier hinzukriegen. Ich muss sagen, ich bin gerade erstaunt von mir selber. Wie schön das ging. Was jetzt noch gemacht werden kann, aber nicht muss. Ich habe mir das so überlegt, ob das vielleicht ganz cool aussieht.
vielleicht nicht in der Farbe. Ah, ihr versteht schon. Steht der drauf? Nein, der steht nicht drauf. Dann nicht. Also wenn, dann müsste schon so schön da drauf stehen. Ja, so. Nein. Nein. Ja, so. Oder? Ja. Und das kann man jetzt, wenn man will, auch noch hier machen. So. Ey, ich hasse dieses Spielchen hier. Ich finde, wenn, dann muss das schon schön übereinander sein. Warte, ich finde das irgendwie ganz cool immer. Dann fehlt hier drüben ein bisschen was, was man da hinstellen kann. Deswegen können wir da noch einmal. Nein, können wir natürlich nicht. Aber was wir können, ist ein Fass da hinstellen zumindest. Ja, fast. Haha. Vielleicht wenigstens so einen Banditen da reinstellen. Ein fliegender Banditen, oder? Muss ja keiner sehen. Geht nicht, das kann doch nicht sein, ne? Und hier kann man noch. Machen wir es so. Ist hier wenigstens ein bisschen was los. Ob das jetzt so auffällt, dass er schwebt. Na, den kann man nicht machen. Das sieht so doof aus, wenn er schwebt. Aber was wir schon mal machen können, dass das nicht ganz so blöd aussieht. Ha, man sieht aus, als hätten wir viel mehr geschafft. Nein. Nein. Das ist heller Sand. Und regelmäßige Pflasterung. Dünniger Sand. Erde. Erde finde ich schon mal ganz gut. Machen wir hier schon mal ein bisschen was. So. Das ist jetzt hier noch nicht für die Ewigkeit. Also nicht wundern. Nein, nicht das. Das da. So, dass es ein bisschen anders und ein bisschen cooler aussieht. Dann danke ich an dieser Stelle mal wieder fürs Zusehen. Mache hier noch ein schönes Thumbnail draus. Sieht eigentlich fast genauso aus, aber diesmal aus der Richtung. Sagt mir, wie es euch gefallen hat, was ich noch machen kann. Und dann hören wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ich bin raus. Ciao.